Und zack, so sind wir wieder zurück. Mit neuen Yay. Abenteuer in der Flucht der Karibik-Welt. Mhm. Bitte, wir müssen schnell Wills Chef hinterher. Ich hab große Angst um ihn. Ach, und wegen den Sticker, die wir jetzt noch nicht holen, oder die wir nicht holen können, da können wir uns dann mit dann alle Fertigkeiten kommst haben. Kommst du an den eventuell dran? Es könnte, wenn du richtig springst. Oder kannst du dich auf so einen Balken stellen? Da links vielleicht auch den? Oh, da sieht nichts aus. Nein, okay. Es könnte klappen. Oh, da ist noch ein, den kannst du ja zuerst holen. Ja. Es wäre nicht einfach, dann kriegt jeder. Morgengrauen-Teil. Na! Es geht! Ich schlapp nur wieder an der Kante an. Versuch es doch mal wie ich, mit Vita, während du am höchsten Punkt bist. Weil so. Dann fliegst du ja ein bisschen. Ja, super, ich bin am Fahrtposten hängen geblieben. Du warst nahezu am niedrigsten Punkt. Ah. Ich würde sagen, noch drei Versuche und dann machen wir weiter. Dann haben wir sie dann, wenn wir dann noch die Form auf Maximum haben, aber wirklich auf Maximum. Spätestens dann würde ich es kriegen. Und der letzte Versuch. Nee. Das klappt nicht, also. Tut mir leid. Geht fast. Es ist fast möglich, aber. Es fehlt nur einfach ein paar kleine Zentimeterchen. Da ist noch eine. Stimmt. Noch ein Morgengrauen-Teil. Stichwort Puzzleteil. Hast du schon irgendwelche komplettiert? Nein, da fehlt immer noch was. Du kannst ja mal nachgucken, welche fehlen. Stimmt. Tagebuch und dann einmal zu Gemini. Der hat's ja. Puzzlemotive. Erwachen fehlt immer noch eins. Herz fehlt auch noch eins. Ja, Zwiespalt und die anderen, die braucht man eigentlich gar nicht gucken. Hm. Die sind noch. Die werden immer größer. Ja, früher oder später kriegt man sie ja. Wir lösen sie dann auch live, die Puzzles, nehme ich an. Wir versuchen's. Oh. Wenn wir zu dumm dafür sind, können wir das Ganze ja beschleunigen. Hm. Sagen wir mal so, ich bin zwar der Puzzle-König, aber es gibt. Für wenig doch Leute, die können absolut kein Puzzle. Warum fahre ich bloß wieder zurück zu den Seiten? Da. Weil du es musst. Ich hab. Das letzte Mal, wann habe ich gepuzzelt, ey? Da war ich noch ein Kind. Aber dann hatte ich auch immer diese riesengroßen Puzzles mit 1000 Teilen und so. Mhm. Wenn dann ein Teil verschwunden geht. Oh! Da kotzt du dich aus, ey. Ah, es gibt auch noch normale Herzen, du hast auch noch mit dazu. Wieso konnte Zora da auf einmal stehen? Wahrscheinlich, weil Jack Sparrow da nicht stand. Weißt du was, kümmert ihr euch mal darum. Ich möchte jetzt das Teil kriegen! Scheiße! Ich bin zu weit gesprungen! So. Jetzt hat er nicht reagiert. Und heute sehen sie bei Die Piraten und das Puzzleteil ein kleiner dummer Junge, ja! Puzzleteil zu bekommen. Hab's endlich! Okay, nix mit, ich muss warten, wir haben es sofort. Oh Mann, komm bitte aus dem Schatten raus. Komm. So, und jetzt genau. Ja, aber nicht in den Schatten reinprügeln, Zora. Dann hat mich Blitz. Ist auch nicht. Sora hatte gerade so einen Move, like, ich bin der König der Welt. Mhm. Mit der erhobenen Schlüsselschwert. The Interceptor off the starboard bow! Will! Stop that, Jack! We've got to rescue him! Oh Gott.
Was macht der denn da? Der steht doch nur. Will, der hat so getan, dass... Rest in Peace. Ach so. Ich dachte, das wäre jetzt irgendein Move aus dem Film. What happened? The medallions. And the stone chest. Someone's taken them. Next thing I knew, we were attacked. But I couldn't see who it was. His face was shrouded in a black hood. Wenn ich Pech habe, hab ich dann gleich noch eine Welt. We found a way out of the cave. Oh, ich will auch mal wieder spielen, weißt du? Warte, wir gehen, warte, wir machen dann zuerst nach dem Halloween Town, dann hast du eine Welt. Oh, jetzt machen wir erstmal. Will. Elizabeth. I feel rather. Our turn, guys. You'd best go prepared. We've no idea what's out there. Pardon me, lads and lass, but your captain will have no monsters today. Thank you. We're turning for home. Just like that? Just like that. Einfach so. Hat einfach keinen Bock. So, damit das Puzzleteil gespeichert bleibt. Nochmal. Und ehrlich, ich weiß nicht, wie schwer es ist, Geld auszugeben. Ich weiß, wie schwer es ist, Geld auszugeben. Mhm. Du musst einfach zur Kasse gehen und dann Hand in den Geldbeutel. Don't remember inviting you. Natürlich. So it was the organization. We'll handle this. Huh? The darkness of men's hearts, drawn to these cursed medallions, and this heartless, a veritable maelstrom of avarice. I wonder, are they worthy to serve Organization 13? And you want an answer now? Precisely. Ja, und das ist jetzt ja auch ein Boss. Oh Gott. Hm. Dies Pendel gefällt nicht. Allerdings machst du sehr gut Schaden an ihm. Kannst du noch was anderes aus da dich hin und her schleudern? Anscheinend nicht. Oh, jetzt hat er gefaked. Weißt du, wenn du immer mit dem Move kommst, ist kein Wunder, dass du keine Treffer mehr landest. Komm, er hat noch nie einen Treffer gelandet. Ja. Er ist so einfach zu readen, ey. Komm, mach jetzt dein Desperation oder was auch immer. Sonst stirbst du gleich durch Blitz. Kill ihn durch Blitz. Ey, also, mach weiter. So, und wenn du nicht willst, dann stirbst du auch durch Blitz. Was war das denn für ein Kampf? Der war ja eigentlich non-existent. Ja, no damage. Nicht jetzt hast du sogar einen. Jetzt hast du sogar einen No Damage Run in dem Spiel. Ja, aber nur einen Boss leider, aber egal. Throw him overboard. Aye aye. Holly! Excuse me. Parley? It's a bit of a pirate's code. Anyone who invokes parley must not be harmed till negotiations are complete. This is no time for rules. True. But as we're honorable pirates, we should always stick to the code. All right, you. Out with it. I surrender the chest with my humblest apologies. Rather accommodating of you, mate. And for that you want... Just a few souvenirs. For the memories. Huh? Oh no! We can't stop the curse unless we got all the medallions! Our friend's about to learn what it means to cross a pirate. Oh. Ob's aber dazu kommt.
Sora, Donald, Goofy, he's yours. Uh-oh. Ich nehme seine wahre Gestalt. Was mit der Interceptor. Und zu Jack. Parley ist eine Vokabeltrainer-Software für Linux. Mhm. Dummer Idiot, kennt noch nicht mal seine Wörter, die er benutzt. Ja. Were I only that fortunate. Fortunate? So, how come you're all skeleton-y? Perhaps I got a touch of something from that monster what attacked us. Yet, why is the skin resting right on you three? Cause we're not greedy. Yo! Genau! Das sagt der Richtige! That still doesn't solve the mystery. Gorge! Maybe the reason we're all okay is because we're not from this world. There must be different laws. Yeah. We're always just passing through. Wonder when we'll see home again. Sora! Just kidding you. Lucky we didn't get cursed, huh? Quit yammering, mates. We've got to find ourselves a ship that'll float. Also, das holen wir aber die Truhe, die da stand. Und den Sticker. Yay. So, jetzt haben wir auch die letzte Beschwörung. Jetzt können wir Peter Pan rufen. Aber von den einzelnen Beschwörungen, die ich gerne immer rufe, ist meistens immer nur Stitch. Die anderen sind mehr Mittel zum Zweck. Denn Stitch kann die MP regenerieren. Ja. Oder Gegner polarisieren. Sogar die HP auffüllen. Kann einfach alles, was man von einem Freund braucht. Nur hat man es dann halt auf seine eigene Kumpan. Natürlich kommt die auch wieder her, ne? Das könnte jetzt infiziert werden. Vor allem, weil es hier kaum. Lichtfleck. Gift vom Mond. Ja doch, die Brücke, da ist doch. Hörst du auf mich bei Blitz zu behindern? Unfreundliches Pack. Oh, bleibt mir noch die Truhe. Ein Freudenstein. Da ist ein Stigge. Wir haben Abenddämmerung teil. Und noch eine Formel. Okay, das ist nur etwas aufgegangen. Ich hab gedacht, dass ich mir das nur eingebildet hab, dass das Holzding darunter ist. Und so erstmal die Herzlosen. Dann haben wir immer noch Zeit, uns um den Armbrustpiraten da zu kümmern. Ja, stimmt. Da, jetzt hab ich ihn. Sehr gut. Und zack. Donald, Magiekraft plus. Wird auch immer wie stärker. Ja, soll er nur. Leute, ist nur, dass er das Potenzial nie richtig ausnutzen kann. I'm Italian. Get it? Er ist auch sehr schlau, mit dem Medaillon zu dir zu rennen. Und tschüss! Also, die Truhen holen wir dann später. Ich hätte jetzt auch ihn schon lassen können, bis ich die Dinge im Zett habe, egal. Ein Pirate muss ein keen Eye haben, sonst wird er nicht frei sein für sehr lange. Savvy?
What's that? Ahoy, mateys! Ridiculous imitation, and yet I'm flattered. Verwunschtes Medaillon. Ein goldenes verwunschtes Medaillon. Ein eingravierter Totenscheitel ziert die Oberfläche. Und die Karte vom Schiffsfriedhof. Jack, was ist passiert? Das ist ja grausam. Ah, und wem habe ich das zu... Jedenfalls nicht Elizabeth. Organisation 13. Wir stecken hinter all dem. Wo sind sie wohl hin? Der Mann mit der Kapuze hat die Piraten und seine Kreatur mit ihnen ein seltsames Loch genommen. Wir haben aus dem Kapitänsquartier gesehen, wie sie verschwunden. Sie zu bekämpfen ist euch wohl nicht in den Sinn gekommen. Ich bin kein Narr. Ich wusste, dass ich nichts gegen sie ausrichten kann. Dem ist wohl so. Sora, ich denke, wir brauchen eure Hilfe. Alles klar. Wir müssen zuerst die Medaillons finden. Ohne sie kann der Fluch nicht gebrochen werden und die Kreatur bleibt unverwundbar. Die rechte doch hat. Die Black Pearl. Ja. Wir müssen wahrscheinlich jeden einzelnen Stein umdrehen für dieses Medaillon. Auf jeden Fall gehen wir zurück zum Schissfriedhof. Hol das Medaillon, bevor da niemand entkommt. Ach, da unten ist er. Hast nicht mehr lange Zeit. Hab ich schon. Noch 2 Medaillons, such nach den niemanden. So, und jetzt kannst du währenddessen halt auch die Truhen holen. Ein Abelitamin und den Sticker natürlich. Ja, sehr gut. So. Jetzt aber. Meteostab. Haben wir schon wieder mal etwas Nützliches getan, nachdem er Leiter mit seiner Waffe nicht so viel Glück hatte. Ja, dann kannst du ja mal ausrüsten. Gut. Zwischenzeit prüfe ich kurz. Schätze. Okay, ich habe einen irgendwo übersehen. Ja, der ist da. Der ist. Wenn du den Weg runter gehst. So. Ach, er kann auch neues Accessoire ausrüsten. Ja, stimmt. So, hier der Meteorstab. Gut, Balance aus sehr großer Angriffskraft und hoher Magiekraft. Erhöht den Schaden, der durch blitzbasierte Attacken verursacht wird, um 20%. Sozusagen der Blitzboost. So, was können wir ihm geben? Ich würde... Was ist der? Was wäre das? Ja, machen wir das Angriff, ist ja irgendwie nicht so. Ja, das Angriff... Das oder das? Nee, ich sag, Angriff ist bei ihm nicht so. Gut. So, Donald. Gut. Wir könnten ihm nochmal Blitzboost geben, dann hätte er 40%, aber ich gebe ihm lieber Fantasie, damit ich noch ein Limit hätte. Mhm. Wo ich zugreifen könnte. Und die letzten 3 für Charmeur. Jo. Er hat er nicht. Nein, Goofy, also mit ihm. Das Charmeur. Ah, Charmeur. Das ist alles. Und Sora hat Seitwärtsschlitzer. Okay, aber dafür haben wir leider noch keine Punkte frei. Nope. Und das ein Abelitamin hält und leider nicht. Wobei auf jeden Fall nicht schlecht wäre, wenn wir sogar die vermehrt schmieden könnten. Da hinten, hinten. Da lang war das, glaube ich, mit der Truhe. Ach, ja, da ist er. So, jetzt haben wir da auch ein Orichalkum. Sehr gut. So, jetzt müssen wir auch alle haben. Status? Ja, haben wir. Ach so, rufen. So, für das nächste Level müssen wir jetzt nach 63.
Leisten verbrauchen, ja, da, aber das kommt. Da stelle ich mich dann wieder irgendwo einfach ganz stumpf hin. Und mal rufen, Weltkarte und so weiter. Jo. Aber ich glaube, hier gibt es keine weiteren Metronoms. Die letzten müssen sich auf der Isla de Muerta. Ach, die Hündchen gibt's auch noch? Aua. Aber ich wäre wirklich dafür, wenn wir dann die restlichen Kingdom Hearts Spiele auch so zusammenspielen. Das macht so viel Bock. Mhm. Und Kingdom Hearts 3, das würde ich dann gern mit dir irgendwie blind zocken. Okay. Das wäre dann wahrscheinlich am lustigsten. Mhm. Dann würd ich's privat mit dir blind zocken. Dann würde ich dann privat dann einen Spielklauf auf Profit einmal machen, wenn ich das dann durch habe. Um es also am Endskill zu verbessern. Und wo ist der letzte? Da. Die letzten. Weißt du, Donald und Goofy könnt doch gerne mal zuschlagen. Bin ja nicht der Einzige, der kämpft. Das Problem ist, es gibt keine guten Angebote zum Zuschlagen. Ja. Ha! Ha! Oh. Und wieder den Style. Das gefällt wohl Sora am besten. Da haben wir den. Aber wie gesagt, den machen wir erst, sobald die Episode beendet ist. Mhm. Und bis dann auch abläuft, das wisst ihr ja schon vom letzten. Der möchte genauso ähnlich ablaufen. Aber ich kann nicht garantieren, dass ich den ohne Death schaffe, weil die hat mir schon mehr Probleme bereitet. Und du nicht, Freundchen. Du bist nutzlos. So, wo ist der letzte? Der wird auf dem Weg zur Höhle wahrscheinlich sein. Ja, da irgendwo. Wahrscheinlich hat er sich irgendwo noch versteckt. Ich hab mir jetzt gerade nicht da gelegen, weil ich gerade so viele Kombos hätte. Ich hoffe, ich finde ihn schnell. Oh nein. Kannst du die nicht in Ruhe lassen? Es ist nicht. Ich will dich nicht anvisieren. Okay, geht wahrscheinlich nicht. Komm her. Dort. Hast du schon mal gewinnst, keinen Schaden. Nein. Ist er nicht. Da ist er. Da. Hallo, du bist nicht mein Gegner. Anvisieren. Dann geht auch so. Jetzt bist du dran. Oh, du hast den sogar noch gekillt bekommen. Hm. Aber du wärst gerade neben dran stand. That's 4 medallions. We got them all. But where's the chest? If we find the hooded man, we'll find it. Probably in Port Royal. Why's that? Organization 13 is after people's hearts, so they're gonna go wherever there's lots of people. They'll hurt the townsfolk? No, they're bringing them flowers, mate. I don't know who these organizers are, but I will say they're making we pirates look like proper chumps. Well, Jack. Then? We have to help. Then let go and hold a run free! Ja, aber zuerst speichern, weil wenn ich jetzt nach Port Royal fahren würde, dann kommt instant ein Kampf. Und der Boss, der ist scheiße. Ja. Ich kann mich nicht mehr genau an sein Muster erinnern. Aufgeregt hat. Als ich das erste Mal die PS2-Version gespielt habe. Mir ging's da genauso ähnlich. Im Endeffekt, das Muster ist einfach so, solange die Medaillons noch bei sich hat und die nicht in der Truhe sind, ist er absolut unbesiegbar. Sind die aber alle in der Truhe, ist er besiegbar. Und er klaut die relativ häufig. Hm. Für den nimmt er auf jeden Fall noch Blitz mit, da könnte sie ihn besser abjagen. Now to break that curse.
God! Then what's this? Well, I understand. Jack must have been cursed by that monster, not from taking the gold. Oh, I've no worries then. It's okay, Jack. We'll just have to defeat the monster, that's all. Ja. Wir dürfen jetzt nochmal bekämpfen. Und ich glaube, das stinkt ihm sowas von, dass er letztens No Damage besiegt wurde. Ehrlich, ich würde doch nicht anders reagieren, wenn ich er wäre. Aber soll jetzt nur nicht gerade bei der Truhe sein. So, bleib mal kurz da. Kann. So, ich hab alle. Muss ich sie nur noch zu der Truhe bringen und schon ist er wieder schwach wie eh und tje. Und er hat immer noch das gleiche Angriffsmuster. Von dem her sollte das eigentlich kein Problem werden. Okay, jetzt hat er mich prediktet. Und da hat er sie wieder alle. Ja, und wenn er das macht, kann man ihm mit Parieren, Blunderhaken, ihm sozusagen seine Waffe entgegenschleudern. Er hat aber noch einige Münzen. Na toll! So. Ach, und wenn ihr MP braucht, dann könnt ihr ihn auch normal angreifen, dann lässt er auch ein paar MP-Kuchen fallen. Aber ich lasse das immer lieber gerne. Ja, das macht es natürlich weiter. Aber damit kann man ihn davon abhalten, dass er noch mehr wegsaugt. So, jetzt hat er auch alle verloren. Und alle wieder rein. Sehr gut. Könnte er dich auch beim Einfüllen in die Truhe unterbrechen? Könnte technisch gesehen schon. Aua. Habe ich mich ein bisschen mitreißen lassen. Ja, normalerweise kann ich ihn in der Loop gefangen halten. Nur selten, dass er durchbricht. Okay, jetzt. Oh, jetzt hat er alle. Ja. Und da sucht am besten zum Beispiel einen Punkt, wo er mit dem Stampfer nicht hinkommt. Da seid ihr am besten geschützt. Ja, ich denke, das war mein Problem, da ich das halt nie wusste. Ja. Dass er mich hier damit dann immer gekriegt hat. Shit, er hat's wieder bekommen. So, dann halt nochmal ein Äther. Hoffen wir mal, dass das jetzt reicht, weil sonst habe ich ein kleines Problem. Okay, jetzt lege ich lieber noch ein paar rein, weil dass er dann mit dem einmal mit dem Move kommt, dass er sich versucht, der einzusaugen. Da kann ich ihn auf jeden Fall am effektivsten erwischen. So ungefähr. Denn er hat nämlich alle bei sich. So, einfach schön reinlegen und immer ab und zu mal ein bisschen wegnehmen. Das geht. Ich werde jetzt eher schon darauf plädieren, dass er wieder zum Einsaugen kommt. Ich nehme einfach die, die ich mal so mitnehmen ja, da kann. Das ist einfach die einfachste Methode, ihm zu verhindern. Mhm. Und gleichzeitig auch sehr viele Münzen zu bekommen. Mhm. Ne, das war zu früh. Ich heile jetzt mich lieber. Hallo? Ah, jetzt? Aha. Akzeptiert es. Keine, was da los war. Da bin ich im sprichwörtlich null Gewinn rausgezogen. Ja, weil das Spiel meinte, ne, du bekommst das Kommando nicht. Hm.
Komm. So, jetzt. Warte, warte ich lieber, bis er das wirklich macht. Ich am MP-Aufladen bin. Warte ich wieder zur Verfügung habe. Können wir uns wieder an ihm ein bisschen bedienen. Wenn er nicht gerade wieder mit seiner Wertplattacke kommt. Na. Oder weißt du was, ich lasse es jetzt lieber. Komm, saug sie auf. Boah, du bist da erst voll gegen den Gegner gegonnert, ey. Wenn ich wirklich hab... Nein. Ich glaube, es sind mit der Attacke immer 150 Medaillons ab. Den Rest müsste ich jetzt eigentlich aus ihm rausbrüten können. Ich oder dachte, du wolltest es sein lassen. Ja, wahrscheinlich, weil er dann eh wieder alles abfährt. Aber der hat wirklich keinen Sinn mehr. Wartet lieber, bis er das hier macht. Geht zur Truhe, hindert ihn daran und wenn er keine mehr als 150 hat, ist er am Arsch. Das haben wir mehr als 180, weil es werden ja am Anfang ja noch 30 abgezogen. So, jetzt. So. Und ich glaube, das ist auch das letzte Mal, dass er das gemacht hat. Ja, der macht es vielleicht nur dreimal. Und gewonnen. Magnetelement. Jetzt haben wir Magnera. Raketentanz. Für Donald. Ich glaube, eins mit dem Limit muss für Donald. All better. And not quite, mate. Sora. Bravo. Just who was that chap? He is part of an organization that's collecting hearts. First, they release Heartless into different worlds. We defeat those Heartless, then they get the hearts. We're never gonna stop them like this. What's the plan then? We gotta find their stronghold and finish them off, once and for all. Sailing these waters, I've heard some tales, but not a one like this. Is there any way we can help? Anything at all. There is. Geheimer Anzimbericht Nummer 6.